dieses Video fahre ich heute in den Gespensterwald nach Nienhagen. Nienhagen liegt an der Ostsee, genauer gesagt zwischen Heiligendamm und Warnemünde. Einige von euch mögen vielleicht Heiligendamm noch vom G7-Gipfel vor einigen Jahren kennen. Und dass jeder Warnemünde kennt, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich bin heute mit dem Ziel losgefahren, meine Komfortzone zu verlassen und etwas zu probieren, was ich sonst nicht mache. Nämlich fotografieren im Wald. Vor dieser Art von Fotografie habe ich einen riesen Respekt. Es ist schwierig für mich, im Chaos des Waldes eine ansprechende Komposition zu finden. Außerdem braucht man gute Bedingungen, damit die Fotos später gut zur Geltung kommen. Sehr hilfreich hierbei ist Nebel. Ich freue mich auf die Erfahrung, die ich heute machen werde, bin gespannt, welche Fehler ich mache und was ich daraus lerne. Denn darum geht es mir heute, aus Fehlern lernen, denn nur so kann ich mich weiterentwickeln. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Moin moin zusammen, Thomas hier aus dem Gespensterwald. Normalerweise fotografiere ich ja gerne an der Ostsee, weil da kann ich immer schöne minimalistische Bilder erstellen. Das finde ich total klasse, sehe ich total gerne. Was ich aber auch gerne sehe, sind Waldszenen. Nur ist es mir bisher nicht so gut gelungen, sie zu fotografieren. Deswegen habe ich es auch lange nicht mehr gemacht. Immer irgendwie eine Ausrede gehabt, hier sind die Wälder nicht so schön oder ich habe da keine Zeit für. Ja, auf jeden Fall habe ich immer irgendwie eine Ausrede gefunden, nicht im Wald zu fahren und zu fotografieren. Ja, die Bedingungen passen nicht. Also es gibt halt tausend Ausreden. Aber heute habe ich mir vorgenommen, heute fahre ich mal wieder in den Wald und heute versuche ich es mal. Und wenn es halt nicht klappt, habe ich genau hinter mir auch noch die Ostsee. Da kann ich zur Not auch noch ein bisschen fotografieren, also wenn es nichts wird. Ja, also ich bin jetzt hier an meinem ersten Motiv angekommen. Ich habe hier diesen schönen Baum gefunden mit den 1, 2, 3, 4, 5 fetten Ästen und dem geschwungenen Ast außen. Das gefällt mir sehr gut. Und dahinter liegen halt ganz viele gerade andere Bäume. Das sieht irgendwie total cool aus, zumindest hier auf meinem Bildschirm. Ich hoffe nachher auf dem Foto auch. Ich habe jetzt hier eine Blende von 4,5 eingestellt, weil ich versuchen will, den Baum so ein bisschen zu isolieren, aber vielleicht gehe ich sogar noch ein bisschen mit der Blende noch ein bisschen mehr runter. Jetzt bin ich hier bei 3,2. Mit der Belichtungszeit gehe ich wieder ein bisschen schneller. Dann bin ich hier bei einer Sechstelsekunde. Das kann ich natürlich nicht mehr aus der Hand fotografieren. Deswegen habe ich mir hier das Stativ aufgebaut. Fokussiert habe ich manuell auf den Baum. Natürlich, weil ich den natürlich auch ein bisschen freistellen möchte. Ja, dann werde ich mal gucken, ob das was wird. So sieht es mal auf jeden Fall ganz cool aus. Jetzt habe ich noch eine Komposition gefunden, die gefällt mir richtig gut. Ich habe hier im Vordergrund eine Bank. Als führende Linie habe ich den Weg, der in den Wald hineinführt. Die Ostsee links, rechts meine ich, und den Himmel müsst ihr euch ein bisschen wegdenken. Den habe ich nicht mehr drauf genommen. Ich habe das Bild in Hochkant fotografiert mit einer Blende von 11 und einer Belichtungszeit von 0,4. Bin dann sozusagen so ein bisschen rübergegangen, weil mich der Himmel und die Ostsee, weil die so grau sind heute, da ist irgendwie nichts los. Die haben mich ein bisschen gestört, deswegen bin ich ein bisschen in diesen Blickwinkel gegangen, nur dann halt hochkant. Wenn das Bild ganz gut geworden ist, werde ich es nachher auch nochmal einblenden.
bin jetzt mal ein Stück in den Wald reingegangen. Ich habe eine Stelle gefunden, die gefällt mir richtig gut. Hier wieder ein paar Bäume im Vordergrund. Im Hintergrund ist jetzt der Himmel und die Ostsee zu sehen. Ja, ist jetzt ein bisschen überbelichtet, das kann man natürlich nicht sehen. Was aber auch gleich das Problem darstellt, was ich mit diesem Foto, was ich jetzt gerade machen möchte. Und zwar ist es der dicke Dynamikumfang. Hier im Wald wirklich relativ dunkel schon und draußen der Himmel relativ hell. Das heißt, wenn ich jetzt einfach auf den Himmel belichten würde, wäre das Bild im Vordergrund total dunkel. Ja, und der Himmel wäre richtig belichtet. Aber wie gesagt, der Wald, der wäre viel zu dunkel. Man könnte gar nichts erkennen. So könnte man Silhouetten fotografieren zum Beispiel. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will den Wald haben. Ich will den Wald scharf haben. Ich will, dass man ihn sehen kann. Und ich will natürlich auch nicht, dass der Himmel ausbrennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Bäume die Belichtung setzen würde, dann wäre der Himmel total ausgebrannt. Dann wäre der Hintergrund einfach nur weiß. So wie man es jetzt zum Beispiel im Video sieht. Ja, es ist einfach nur weiß und matschig. Und deswegen werde ich jetzt verschiedene Belichtung machen und dann später im Photoshop die Belichtung zusammensetzen und dann, damit möchte ich dann erreichen, dass ich eine gleichmäßige Belichtung zusammen habe. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Das Licht verlässt uns jetzt so langsam. Wenn euch die Bilder gefallen haben und das Video, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, abonniert doch einfach den Kanal. Das wird bestimmt nicht das letzte Video von mir gewesen sein. Bis die Tage.